das auf meinem Kopf ist keine neue Frisur. Das ist Belgrad. Das ist Belgrads Matratze. Ich befinde mich gerade in Belgrad. Meine Frisur ist so etwas wie eine Indikatorbehaarung, an der man sehr gut erkennt, wie ich zurzeit schlafe. Ich schlafe zurzeit ohne Lattenrost. Ich denke, das sieht man sehr gut. Belgrad. Belgrad ist eine Stadt, die einen ganz bestimmten Code transportiert auf den T-Shirts der jungen Leute. Junge Leute wie du und ich. Und zwar sind das Sätze wie Here I am, don't stare at me, buy me a drink. Das gilt auch für dich, ja. Und zum Beispiel Take me to the diamonds und so weiter. Direkte Aufforderung, Phrasen, die man so nicht kennt aus Zentraleuropa, aber Turquoise, die man kennt. Ja, Diamanten, Blumen, was mir noch einfällt, less SMS, more flowers, solche Sachen. Das ist ein ganz bestimmter Code hier. Die Leute wollen etwas, aber sie sind sehr nett in dem, was sie wollen. Sie sind sehr höflich. Sie fragen dich immer, wie gefällt es dir in Belgrad? Ja, wenn ich ehrlich sein soll, Belgrad ist ein ziemliches Scheißloch. Ja, ich stehe an der Straße und ich muss husten durch die ganzen Abgase. Wenn ich mich noch länger an die Straße stelle, dann werde ich ganz grau im Gesicht. Ja? Dann werde ich mich später abwaschen, dann fällt die Sache von mir ab wie eine Schlacke. Ja? Jetzt werde ich mich... Aber es ist eigentlich ganz nett hier, ja? Mit der Sonne und dieser orthodoxen Kirche. Kann man mal machen. Ja? Ich muss jetzt zum Bahnhof, es geht nachher weiter nach, ich glaube, Sofia.